Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu dem actiongeladenen Wimmelbildspiel Kevin in 80 Tagen gegen den Rest der Welt oder einfach nur Kevin macht das schon. Er schlägt sich tapfer, muss ich wirklich sagen, ohne ihn wären wir ganz schön aufgeschmissen, allerdings wären wir ohne ihn auch nicht in dieser Situation. Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Aber ich sag mal so, das Spiel macht mir Spaß und insofern ist das vielleicht ganz gut, dass Kevin doch nicht, also zumindestens ja etwas auch in Unordnung bringen kann. Sagen wir es mal so. Wir sind ja hier beim Staudamm gelandet und können jetzt hier irgendwas machen. Zumindest können wir schon mal was einsetzen, nämlich die Palettenschlüssel. Und das mache ich jetzt gerade mal. Und dann werden wir mal sehen, was hier passiert. Oh, schade, ich hätte ja gerne selber mal den Hebel gedrückt. Und wir sind nicht beim Staudamm, sondern wir sind auf einen Schrottplatz gelandet. Hätte man vielleicht auch vorher schon sehen können. Have you found anything? Yes, Director Coleman was going to take some things out of that container. I think the documents with the answers to my questions are in there. How can I help you? I need a hook for the crane. Then I'll climb to the crane's cabin and lower the line so you can attach the hook. After that, we'll lower the container to the ground. You don't look like someone who knows how to operate a crane. No problem. There's a first time for everything. Ach, kein Problem. Kevin macht das schon. Ja, wir haben Hilfe bekommen vom Agent. Ich habe seinen Namen vergessen, sorry. Und daneben steht Kevin mit seiner Regenjacke, mit seinem Regenmantel, wie auch immer. Und in der letzten Folge waren wir ja im Waisenhaus und haben Unterlagen gesucht, die der Direktor allerdings in diesem Container, nehmen wir mal an, in dem hier, der ist nämlich gar nicht markiert, versteckt hat, um sie zu vernichten. Alle Kinder, die in dem Waisenhaus groß geworden sind, sind evakuiert worden, aus welchem Grund auch immer, und leben jetzt woanders. Ja, dann werden wir mal gucken. So, dieser Stein ist zu schwer, um ihn hochzuheben, selbst für den FBI-Agent. Komme ich denn da hoch? Nein, da kommen wir noch nicht hoch. So, der steht mir mitten im Weg. Kevin, mach doch mal was. Wir brauchen erstmal einen Haken. Ach was, am Baum hängt einer. Welcher Baum so? Ich frage für einen Freund. Der am Baum hängt. Ja gut. Such mal den Baum. Ach, nehme ich vielleicht den hier. So, der Haken wird ausreichen. Ich muss ihn nur noch entfernen und am Kran befestigen. Na, dann nehme ich doch mal die Säge. I can lift it, but I'm not strong enough to carry it. Willst du mich veräppeln? Kevin, kannst mal eben den Haken. Das kann ich hier nicht benutzen. I can lift it, but I'm not strong enough to carry it. Ja, gut. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch was lose schrauben, aber ich habe noch keinen Schraubenzieher. Kevin kann das also nicht teleportieren. Hm, das enttäuscht mich jetzt aber gerade wirklich. Okay, wo bekommen wir jetzt das nächste Teil her? So, hier ist der Schrottplatz und wir müssen auch auf dem Schrottplatz etwas machen. Ach, Kevin. Kannst du vielleicht den Stein? Hm, natürlich. Danke. Aber erstmal in den Rucksack packen, die Schubkarre. Ja gut, dann können wir den Haken jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt werde ich den Kran herablassen und Hand wird den Haken anbringen. Ach, Hand war das. Wusste doch, der gute Mann hat einen Namen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich nur, wie ich da rankomme. Gibt es hier irgendwie... Die stehen mir aber auch mitten im Weg rum, die beiden. Das müssen wir noch abschrauben. Wir brauchen unbedingt einen Schraubendreher. Zieher, wie auch immer. Wo haben wir denn einen? Auf dem Schrottplatz vielleicht. Echt, aber hier ist doch gar nichts. Ja, ja, lass mal die Leiter runter. Ach, kann Kevin nicht die Leiter runterlassen? Komm, Kevin, mach mal. Nee, er kann es tatsächlich.
I don't know what I'd do without you, Kevin. Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich kann mir ein Leben ohne Kevin auch nicht mehr vorstellen. So, hier haben wir einen Schraubenzieher. Und der Kran braucht natürlich Strom. Und hier ist der schöne Wunderbaum, den jeder in seinem Auto haben sollte. Um während der Fahrt erstmal nicht Brechreiz zu kriegen. Ah, ich hasse Wunderbäume. Okay, ich gehe mal zurück. Nehme mal die Batterie. Ach nee, nehme ich nicht. Die Schnupftabakdosenschlüssel. Aber da ist jetzt eine Batterie drin. Na, ich habe es mir doch fast gedacht. Okay, so, dann machen wir die mal da rein. Weiß zwar nicht, wie der Kran mit so einem Akku funktionieren soll. Ach, guck mal, er kann es hochheben. Da hätte er doch den Haken holen können. Ach, Männer wieder, wirklich. Vielen Dank. Jetzt kommt da bestimmt ein Minispiel. Nee, kommt nicht. Okay, ich habe es mir schwerer vorgestellt. Komm, du musst runter. Kravum. So, das haben wir schon mal geschafft. Dann wollen wir mal schauen, wie wir da reinkommen. Ach so, Tür ist schon offen. Oh, es ist aber ein bisschen duster hier. Nun gut, dass wir eine Taschenlampe haben. Was für ein Container? Ich dachte, der hat Unterlagen. Hier so ein oller Ohrensessel, der mich an einen anderen Sessel aus einem Spiel erinnert. Aha, hier sind die Unterlagen. Wollen wir mal gucken. Coleman-Waisenhaus, Projekt Indigo. Green Dolphin Insel, neues Gehirnforschungszentrum eröffnet. Primäre Forschungsbereiche, paranormale menschliche Fähigkeiten. Fähigkeitstransfer von einer Person zur anderen. Seltsam, von dieser Klinik habe ich noch nie etwas gehört. Nicht einmal in den Nachrichten. Frage mich, warum. So, das ist... Hey, I know that man. He's a politician. I saw him on TV. What does a candidate for senator have to do with an orphanage? Genau, das ist der Politiker. Darf ich auch mal was sagen? Dankeschön. Das ist der Politiker, den wir im Fernsehen gesehen haben. Und das sind die Testpersonen anscheinend. Boah, 7 Jahre alt. 5 Jahre alt. Uiuiui. Einige dieser Namen klingen seltsam vertraut. Kevin ist das letzte Kind auf der Liste. Also, wir wissen jetzt, erst 9 Jahre alt. Emma Parker, den Namen haben wir auch schon gelesen. Christine Price, wüsste ich jetzt nicht. Irgendwas mit Brenda haben wir auch, glaube ich, gelesen. Oh. It's Kevin. I wonder why some of the boys on the photo are marked. Ja, gut. Wir leben noch. Wir hätten ja eigentlich... Eric, are you okay? What happened? Where's Kevin? We were put to sleep. Someone threw a grenade filled with sleeping gas into the container. So they kidnapped Kevin. Where are we? What are we going to do? This looks like a cold room. Fortunately, it's broken. Let's look for a way out. Is that an air conditioner? There must be a ventilation shaft behind it. Maybe. We just need to figure out how to reach it. Someone cut the handle off the door, so we can't open it from this side. Maybe the exit is behind the furniture. Do you see those roots? They made it here somehow. We could climb the roots. What do you think? Now what? We won't be able to go through the crack in the ceiling, plus the beams are too solid to break. And I don't have any tools. I think the ventilation system offers us our best chance of escaping.
I need to think of a way to reach the air conditioner. Then Hunt will be on his own. Naja, Hunt könnte uns ja auf die Schulter nehmen. Aber ich glaube, das macht er natürlich nicht. So, was beschützt wohl dieses gruselig aussehende Schloss? Ja, ich bin gespannt, was mit Kevin ist. Ich denke mal, die wollten ihn lebendig haben. Ich frage mich allerdings, ehrlich gesagt, warum wir noch leben. Ich meine, eigentlich wäre doch das Beste gewesen, irgendwelche Zeugen gleich mal um die Ecke zu bringen. Also wenn wir eh schon mal geschlafen haben, ne, hätte man ja eigentlich auch so... Also nicht, dass ich die jetzt auf besondere Ideen bringen möchte, aber logisch wäre es eigentlich gewesen. So, was haben wir denn im Kühlschrank drin? Vielleicht irgendwas zu essen? Der Kühlschrank könnte mich weiterbringen. Naja, dann mach mal. Okay, wir haben zwei Räder und einen Gehstock. Der Kühlschrank könnte mich weiterbringen. Den könnten wir ja verschieben. Ah, ich kann den Hubwagen nicht be... Ah, okay, wir nehmen den Hubwagen. Ist ja eigentlich auch logisch. Jetzt, wo Kevin nicht da ist, muss man natürlich selber überlegen. Gebt mir einen Hebel, der lang genug ist, um einen Angelpunkt, der stark genug ist. Dann kann ich den Kühlschrank bewegen. Nun ist er kaputt. Ich bin viel zu zierlich, um den Kühlschrank zu bewegen. Okay, nicht wirklich. Ich bin nur noch zu mitgenommen von den Schlafgas. Außerdem ist er ein starker Mann. Ja, Hunt, mach mal. Oder müssen wir jetzt was zu essen suchen, damit wir Kraft kriegen? Hunt? Walte deines Amtes. Okay, der macht nichts, der steht nur rum und versucht gut auszusehen. Hier braucht man dieses komische... Ach, was ist das denn? Ich könnte diesen Schleifstein benutzen, um etwas damit zu schärfen. Ja, vielleicht mein Verstand. Was anderes habe ich nämlich gerade nicht da. Ein Totenkopf. Was ist da denn oben? Guck mal auf die Karte. Können wir hier nicht raus? Oh, wir haben aber noch einiges vor uns. Na gut, dann fragen wir doch mal den guten Tipp. Ach, der ist ja hier unten. Ach, so geht das. Hat dann mit meinem Verstandschärfen leider nicht ganz so geklappt. Allerdings war der Schleifstein ja auch wirklich nur zur Hälfte da. So, um die Klimaanlage zu entfernen, muss ich diese Schrauben aufschrauben. Gut, dann müssen wir erstmal was suchen. Attached to the poles. I can't unscrew the bolts with my hands. Hey, here it is. I always carry one with me in a secret pouch in my shoe. It brings good luck. Judging by what's happened to us, Eric, your coin doesn't work. Eine Münze mit Käsefußgeruch. I hope he succeeds. Ja, das hoffe ich auch nicht, dass er stecken bleibt. Das wäre ja ärgerlich. Ui, wir können raus. So, neue Aufgabe hinter feindlichen Linien. Tja, hier ist erstmal eine komische Küche. Sind wir gelandet? Nehmen wir erstmal einen Fleischklopfer mit. Damit kann man sich gut verteidigen. Was haben wir hier? Lauter Wurzeln. Fleischmesser. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Da brauchen wir also erstmal einen Griff. Na gut, dann befreien wir doch mal die Tür von dem komischen Gestrüpp. Nachdem wir es geschärft haben. Oh. Kriegt man immer so Pickel auf der Haut.
Okay, wir sind auf einem Schiff. Und haben einen Malachit gefunden. Mhm. Und nehmen wir mal den Wasserhahngriff mit. Es gibt ein verstecktes Fach hinter der Steinplatte, aber es scheint neu verputzt worden zu sein. Ich brauche etwas Scharfes, um den Putz abzuschaben. Tja, leider haben wir das scharfe Messer weggeschmissen. So, die Winde braucht ihre Kurbel. Geht es auch mit dem Wasserhahn? Nee, aber mit dem Lappen. Die können wir schon mal mitnehmen. Vielleicht könnten wir ja ein Leuchtfeuer anmachen und das Segelschiff rettet uns. Oh, ein Wimmelbild. Was brauchen wir denn? Wir brauchen den Brenneraufsatz, einen Topf, ein Spatel, ein Gewürzglas und eine Schere. So, hier haben wir schon mal den Brenneraufsatz. Naja, oder nicht? Okay, zumindest habe ich schon mal den Spatel. Ich dachte eigentlich, wir zünden die an und dann kommt das raus, was da drin ist. Oh je, die Spitze des Schraubendrehers ist abgebrochen. Ich muss eine andere finden. Oder mal kurz in den Baumarkt. Können wir das da drauf machen? Nee. Das können wir nicht, aber vielleicht können wir uns nachher so ein komisches Medaillon gießen mit Kerzenwachs. Okay, was haben wir bekommen? Harte Spiritus. Das geht auch nicht. Hätte ja sein können. Können wir das jetzt mitnehmen? Nee, wir brauchen noch einen Standfuß. Okay, wie sieht denn... Ich wollte gerade sagen, wie sieht denn sowas aus? Aber da ist er ja schon. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ach, den Topf. Und wahrscheinlich müssen wir da die Kerzen reinmachen. Wir haben Hartspiritus für den Brenner. Oh nein. Ist doch jetzt nicht wahr. Haben wir das nicht gerade reingemacht? Oh oh. Oder wir müssen noch mehr da reinmachen. Das kann natürlich auch sein. Was haben wir jetzt? Ein Feuerzeug. Oh Gott, es geht an. Oh Gott sei Dank. Ja gut, wir können jetzt also nichts gießen, sondern erstmal den Schraubenzieher reparieren. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, was wir damit machen können. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö. Ach, da oben der Lüftungsschacht. So, damit haben wir eine Kurbel. Ganz toll. Gehen wir mal raus und kurbeln mal ein bisschen. Nee, hier war das nicht. Hier war das. Wir brauchen ja die Kiste. Eine Sicherung. Mhm. Na gut, dann gehen wir mal zum Wasserhahn. So, dann haben wir einen nassen Lappen. Wozu wir den brauchen, das weiß ich leider noch nicht. Gucken wir mal draußen. Ach, natürlich hier, um den Dreck wegzumachen wahrscheinlich. Nee. Habe ich denn jetzt was Spitzes? Nee. Ich habe nur diesen komischen Malachiten. Der Malachiten.
Pete. Nobody doubted it would be locked. It looks like it's time for a certain man to demonstrate his strength. Ja, mach mal, starker Mann. We have a problem, Hunt. Can you break down a door? Samantha, I'm an FBI agent. Is that a yes? It means I'll try, but if I fail, don't laugh. Aber natürlich nicht. Wir wissen auch, dass du nicht Kevin heißt. Oh mein Gott, das sah aber doch schon ein bisschen komisch aus. Aber egal. My Lord, something's wrong with the flora here. I hope we don't run into King Kong. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Dafür brauchen wir also die Malachiten. Okay, was ist das hier für ein komisches Gerät? Ah, dafür brauchen wir einen Code. Da steht etwas auf der Platte geschrieben, aber sie ist zu dreckig, um es lesen zu können. Da steht wahrscheinlich keine Sicherung drin. Ah, nee, da ist ein Code drin. Okay, 249. Was? 2492. Ah, das ist der Hauptaufzug. Okay, die Sicherungen fehlen. Moment, da war Tesafilm. Dann legen wir doch mal die Sicherung ein. Dann können wir nach oben fahren. Aber ich gucke mich erstmal nochmal hier um. Der Baum ist wirklich schon ein bisschen merkwürdig. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben einen Zünder, wir haben Klebeband und wir haben Fleischklopfer. Und wir haben eine offene Fahrstuhltür, die wir benutzen werden in der nächsten Folge. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.